Hallo, ich bin Michaela und das ist das Instrument, das ich hier unterrichte. Das ist eine Oboe und das ist das passende Mundstück dazu. Zwei Saiten, die aufeinander liegen oder zwei Blätter, die unten um ein Röhrchen gebunden sind. Das ergibt das Doppelrohrblatt. Die Oboe ist aus Holz und gehört zu den Holzblasinstrumenten. Ein Doppelrohrblatt, Holzblasinstrument. Die Oboe hat einen wunderschönen weichen Klang, der auch sehr flexibel ist und gerne mit Orchester zusammen erklingt. Das war die Oboe mit Orchester, mit Mozart. Oboe kannst du aber auch in kleinen Gruppen spielen, mit anderen Instrumenten zusammen. Zum Beispiel mit Klavier oder mit Streichern oder natürlich mit anderen Bläsern. Mit vielen Bläsern kannst du in der Blasmusik zusammenspielen. Dort ist man besonders herzlich willkommen, weil es gibt gar nicht so viele Oboen. Warum ist das eigentlich so? Vielleicht, weil viele die Oboe noch gar nicht gut kennen. Wenn du die Oboe kennenlernen möchtest, dann frag doch mal nach in der Musikschule. Es gibt nämlich auch Kinderoboen. Und wenn du mindestens 6 Jahre alt bist, könntest du mit einer kleinen Kinderoboe anfangen. Die geht auch schon für kleinere Finger.